Yo, Herrli und herzlich willkommen und schön, dass ihr am Start seid für eine Runde Ranked mit Katharina. Oh yeah. Wir spielen Ranked, jetzt anderer Account, bisschen höher. Wir spielen gegen, wir schauen mal. Lux, sehr Skillshot-lastiger Champion gegen Skillshots ist Katha immer nice. Ja, wir gucken mal, was wir so machen können. Wir können uns direkt wieder die Abyssal-Frage stellen. Ist das Poppy? Ja, ne? Ich komme da nie drauf klar. Die Abyssal-Frage. Magic Damage, ja, bisschen könnte lohnenswert sein. Dieses Game könnten wir Magic von uns aus eher nicht so. Wir gucken mal, wie das Game läuft und dann schauen wir mal, wie viel Geld wir haben. Ja, wir fangen direkt wieder mit dem Poke an. Das ist genau das gleiche Thema. Direkt wieder die Q spammen. Wenn wir auf sie drauf springen, müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir die das Binding dodgen. Das müsste aber funktionieren. Ihr seht, ich nutze mein Blade zum Last Hit und werfe das Q auf sie. Wie gesagt, das ist am Anfang nicht viel Schaden. Aber wenn ihr das permanent macht, ihr müsst halt immer gucken, wie gefährlich euer Gegner ist. Das Lux ist natürlich ein Champion. Hat sehr, sehr ekligen Poke. Geh mir nicht auf die Ketten hier. Hat sehr, sehr ekligen Poke. Und da ist er schon ganz fies wohl. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, wir gucken mal. Alter, der kann. Ich habe sogar Schuhe, ne? Das E ist nicht dodgebar. Ich habe das schon 20 Mal gesagt. Das kannst du kaum dodgen, das E, wenn du nicht auf komplette Max-Range stehst. Wir können jetzt aber, wenn das Ding wirft, dann können wir das jetzt mal mit unserem E dodgen. Allerdings. Okay. Ach, leck mich. Ja. Das ist schon wieder eine ganz knappe Geschichte hier, was hier alles passiert. Allerdings kommt Lux da gerade. Quinn. Hallo? Achso, der ist down. Ja, unser Flash ist leider raus. Dafür ist sein Ignite raus. Das heißt, wir haben. Ja, wir hätten das Binding natürlich. Das Binding sieht man. Das mal ganz ehrlich, das sieht aber auch relativ schwer schlecht aus, das Binding. Also sieht man schlecht, so wollte ich sagen. Wir haben jetzt hier sehr, sehr viele Minions. Aber das ist gar nicht so schlimm, wenn wir im Early Game nicht. Also, Katha ist im Early Game halt sehr unterschiedlich. Manche Matchups. Grundsätzlich würde ich. Ihr könnt mit dem E hier auch Last Hit, seht ihr? Grundsätzlich würde ich sagen, das kannst du nicht dodgen! Grundsätzlich würde ich sagen, gibt es Matchups, wo man gut gegen klarkommt und Matchups, die schon so ein bisschen kernräudig sind. Drei Minions, nice. So, wir können jetzt mal gucken, ob wir mal ein bisschen. Wir werfen das Q drauf, springen sie an, machen W und dodgen instant. Ja, genau. Wie gesagt, sie werfen es komplett nach vorne. Immer zur Seite laufen. Kann sein, dass sie es das mit der Zeit lernen. Sie hat kein Ignite und sie hat auch nur noch einen Keks. Das heißt, jetzt langsam kommen wir ran und wir haben immer noch. Wir haben zwar kein Flash, aber wir haben Ignite. Es geht also weiter, das gute Spiel. Das geht einfach weiter. Ja, diesmal nicht. Sie hat jetzt ihr E raus, also wäre jetzt ein guter Moment. Okay, sie ist sehr safe. Sehr safe. Bei solchen Safe-Matches, wie gesagt, das Q da drauf, zack, und das W und wieder gedamaged. Oh, schade. Das ist das W. Wenn das zu schwach ist, dann ist das ein bisschen kernräudig. Und die Brücke. Oh, schade. Das war aber knapp, glaube ich. Das war knapp, Leute. Müssen wir mal ehrlich sein, war knapp. Ist da im Jungle, aber lol. Lol, ich glaube, da gehe ich jetzt. Ich bin Cutter schnell, da gehen wir mit runter. Okay, wir gehen doch wieder in die Mitte. Schade, aber eigentlich ist der Potenzial. Ah, scheiße, hier ist dieses komische Teil. Kacke, sonst wäre ich jetzt runtergelaufen. What the fuck, läuft der einfach mal vorbei? Da fuck ist dead. Scheiße, die Botlane das nicht gesehen hat. Oh lol, der hat nicht mehr gereicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, Lux ist. Okay, sie ist noch da. Sehr, sehr gut. Denn, wie gesagt, uns geht das Mana nicht aus, ne? Ihr schon. Uns nicht. Wir gucken wieder, ob wir die Brücke kriegen. Ne. Sie ist echt super defensiv. Super defensiv. So beautiful. Die hat echt. Ich weiß nicht, was sie. Aber die hat richtig Schiss. Ja, ach, komm! Immerhin haben wir das gedodged. Oh, really? Meine Reflekte sind auch echt eingeschlafen, aber es ist noch früh am Morgen, fast. Jetzt aber. Ach, leck mich. Ich muss sie ja jetzt nicht unbedingt töten. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich den Zwang, aber. Also, das Potenzial wäre da gewesen. Das Potenzial wäre da gewesen. Oh, okay, sie hat kein Mana mehr. So beautiful! Mama mia! Hätte ich es jetzt fast verkackt, sind wir mal ehrlich, ja? Der hat zum Glück kein Mana mehr gehabt. Frage ist. Wir kaufen uns einfach die Megaschuhe.
Denn, ich denke, ich werde. Was hat sie überhaupt für ein Summoner? Ignite. Ich denke, ich habe hier schon einige Probleme mit der guten, mit der guten Lux und deswegen, ja, gucken wir vielleicht, ob wir uns vielleicht. Wir haben 402 Move Speed, das ist richtig viel. Ob wir vielleicht woanders, vielleicht unten. Unten ist eine super krasse Kill Lane mit den beiden Ultimates. Ob wir da uns nicht woanders ein paar Kills holen. Sie geht Base, das ist perfekt, deswegen wir pushen jetzt nämlich dann durch. Möglichst so, dass wir auch ein Viech kriegen. Oh lol, ich hätte eh machen können, aber ich dachte, den krieg ich so. Ach, ich bin auch kein CS-Main. Wir versuchen jetzt schnell durchzupushen, dann komme ich Botlane. Ich hoffe, bis dahin sind wir noch nicht 6 und haben noch nicht alles verschwendet. Außerdem haben die sehr wenig Mana, also eigentlich gar keins. Zumindest die Ashe. Toplane ist auch immer. Man muss halt immer die Map im Auge behalten, wie das alles so aussieht. Toplane ist auch. Also, ihr müsst roam. Ihr seid der Roaming. Ah, oh, God damn. Jetzt ist es passiert. Wir haben leider kein Flash. Mit Flash ist immer safe, aber wir haben leider kein Flash. Wir sind aber schnell. Die Boots sind flott, Leute. Der Greed ist da, Leute. Ich werde sterben, aber wenn ich für einen Kill sterbe, ist es worth. Oh, das ist Watch schon. Ich war exhausted. Ich war exhausted, aber für einen Kill, glaube ich, kann ich mit leben. Das Potenzial war down. Ich habe einen Exhaust genommen und einen Kill bekommen. Exhaust schreibe ich auch mal. Also zum Glück hat mein Ignite den noch gekillt. Frage, gehen wir Abyssal? Eigentlich lohnt sich das nicht so, aber wir gehen es trotzdem. Wir wollen einfach, ich will euch den Schaden von Abyssal zeigen. Wir gehen diese Runde mal eine Runde Abyssalisieren. Ja. Kaufen, ja. Ja, schade. Schade drum, aber wir haben immerhin kennen, wir haben immer noch unser, wir haben jetzt wieder Flash ready und wir haben wir gekillt, Thresh, ja. Ja. Kann man so oder so sehen. Problem ist, die haben natürlich auch noch Assists bekommen dafür. Aber na gut, da kommt. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Ashe hat leider keine Ultimate. Schade. Aber sie hat geflasht, das merken wir uns. Flash 5 Minuten 13, also ungefähr. Das ist perfekt. Das ist perfecto grandorino. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die noch ein bisschen aggressiver. Eigentlich hätte ich viel lieber noch aggressiver gegen die gespielt. Das hat aber irgendwie nicht geklappt im Early Game, weil ich zu viel Scheiße eingesammelt habe. Wann wird denn Ashe mal auch Level 6? Ich würde gerne Bot lane. I come bot when you 6. I come bot when you 6. Das ist der Call. Lol, diese Lex. Hallo? Stop MS. Stop! Wo ist sie? Sie hat echt mega den Schiss. Also, sie hat echt, sie ist halt super defensiv. Holy shit, ist die defensiv. Oh, really? Manchmal hasse ich das weh auch einfach nicht. Ne? Manchmal Fluch und Segen ein Auge zugleich. Alter, wie lange war der Raum jetzt weg? Wir versuchen jetzt schnell zu roamen. Wichtig bei dem Roam ist, ihr müsst. Eigentlich stelle ich immer das Roaming-Wort hier, dann weißt du, ob du verfolgt wirst. Raum ist noch nicht da, ist das Problem. Ich stelle mich so lange hier hin. Weiß, ob Lux mich verfolgt. Schön viel Ping, schön viel Ping. Und jetzt muss ein Ashfall kommen. Braum ist da. Ashfall, jetzt! Macht was! Wofür ping ich euch denn? Ja, ist halt mega retarded, ne? Das kam ich habe 73 mal gepingt. Ich habe sogar gesagt, dass ich Botlane komme. Ich könnte den komischen Corki-Flieger da vielleicht noch töten. Den Flugzeugpiloten. Nice, immerhin habe ich die noch gekillt. Oh, das ist unsere Quinn. Lux Laser muss ich aufpassen, aber ich habe noch ein bisschen AP. Da habt ihr gesehen, muss schnell gehen, muss schnell gehen, muss schnell gehen. Das ist so ein bisschen, ich habe 37.000 Mal gepinkt. Also wirklich, öfter ging gar nicht. Und dann kommt einfach nichts. Please react next time. Also ein bisschen wenigstens. Ne? Der Pfeil, den hätten die hier machen sollen, wo die hier oben sind. Da hätte der Pfeil kommen. Oh shit. Hätte der Fall kommen sollen. Nichts ist gekommen. Das ist schon traurig. I did. Yes, but too late, Ash. Viel zu late. Too late. Later, bitch. Mist, die verliere ich, aber immer noch die Kanone bekommen. Sie ja mach halt. Obwohl, wir haben eigentlich noch ein bisschen AP. Ich müsste auch shoppen gehen. You were not in range. I'm fast. Ich bin Ash, also ne, ich bin nicht Ash. Du bist Ash. So, jetzt haben wir ein bisschen. Das ist kaum noch Mana. Mana.
So, wir können jetzt, wie gesagt, ihr springt drauf, macht das und dann rennt ihr. Ihr könnt einfach wegrennen. Ihr seht, die können sich kaum wehren gegen diesen Poke. Wie viel brauchen wir für Gemüsezepter? Ich glaube, zwei, bestimmt 1980 oder so. 1900. Schaffen wir das jetzt komplett zusammen, ist die Frage, oder nicht? Wir sind schon wieder unterwegs. Das ist die Trap-Falle. Trap-Falle. Okay, sie fällt da nicht drauf rein, aber dann hole ich mir den guten Dude. Du hast doch bestimmt nichts. Ah, ich wollte gerade sagen, du hast doch bestimmt noch nicht mehr ready, oder? Könnte ich draufspringen, bringt aber nicht so viel. Mann, das wäre ein Freaker gewesen. Jetzt könnte sie mich trappen. Genau das ist es nämlich. Man, wenn man es kennt, dann kennt man es einfach. Wenn man es kennt, dann kennt man es einfach. Stipp, 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 stipp. Stipp! Q! Da kommen gleich. Ja, aber der Greed ist da. Der Greed ist leider da. Nice. Töte ihn! Ah! Nice, da ist auch noch was. Den nehmen wir. No, okay. Oh shit, da. Rido! Oh, Rido! Man und Trash. Oh shit, dieses ganze. Ge Dude? Okay, achso. Dieses ganze Gegreed, aber jetzt haben wir immer einen Gemüsezepter. Wichtig ist, ihr habt auch gemerkt, ich hatte kein Wort mehr. Ich hatte hier, gerade wollte ich einen Sprung machen, aber ich habe gesehen, ich habe kein Wort mehr. Deswegen kaufe ich mir gerne ein Pinkwort. Man könnte das Pinkwort auch stellen und sich dann noch eins kaufen. Ich habe gerne ein Pinkwort zum Springen. Damals war es immer Normal Wort, gibt es ja jetzt nicht mehr. Deswegen jetzt ein Pinkwort einfach. Falls ihr tatsächlich beide Worts mal auf CD haben solltet, habt ihr dann immer ein Wort zum Springen. Wir sind jetzt allerdings powerful. Wir haben jetzt richtig guten Pen. Wir haben 28 Magic Pen. Stopp. Plus. Diese Aura, die wird da nämlich nicht reingerechnet. Plus, wir haben 48 Magic Pen, Leute. Das ist. Wir gucken uns mal an, wie viel Magic Resist so eine Ash hat. 42. Ich komme, Sir. Nice, das ist mein Kill. Oh, so. Damn you, jetzt holen wir den scheiß Dragon mal hier. Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Ich glaube, ich spinne. Ist ja gar nicht. Game könnte besser laufen, aber ist okay. Vor allem, wir rasten ja aus im Late Game, ne? Wir rasten ja aus im Late Game. Later, bitch. Schupp. Why? Because I can. 311. Holy fuck. 311? Also, das war mit dem Q-Proc zusammen. Keine Ahnung. True Damage hat. Ash ist leider nicht da und der Pfeil ging hier gerade irgendwie, keine Ahnung, was die snipen wollte, Midlane oder so, aber wow. Okay. Ja, gucken wir mal, ob wir sie noch ein bisschen bearbeiten können wieder. Wir tun so, ja, komm, Wurf. Ach, leck mich, war nur ein Spaß. Musst du nicht immer so ernst nehmen. So, Botlane ist wieder potenziell, leider hat sie ihre Ashe Ult fahren. Aber ihr seht, die Schuhe sind ultra wichtig, weil ich einfach permanent laufe. Ich so suche das Potenzial und sie will mich wieder followen. Hat eventuell ein Wort, aber sie hat auch die Botlane-Nachricht. Sie ist auf Trab. Sie ist tatsächlich auf Trab. Das heißt, sie ist immer aktiv und weiß, was so passiert. Das muss nicht sein. Also oft ist das so, dass die Gegner es gar nicht mitkriegen. Ihr müsst halt gucken, dass ihr lauft, dass sie es nicht mitkriegen. So. Das heißt, durchpushen, sodass die Division von euch verlieren. Jetzt sehen, wenn ihr hinten läuft, dann sieht sie euch nicht mehr. Eventuell. Vielleicht hat sie mich gerade noch so gesehen. Und wieder nach unten laufen. Ich glaube, sie hat mich gesehen. Sie läuft schon die ganze Zeit so nach unten wieder. Ich kann mich jetzt halt auch entscheiden. So, ne? Im Moment kann ich eh nichts machen. Botlane, Toplane. Also unbedingt Roaming Guard angucken. Unbedingt Roaming Guard. So, wir gehen jetzt direkt wieder hin. Sie hat ihr E raus. Das heißt, wir könnten rein theoretisch ihr ein bisschen. Mann, ich hasse Lux! Das ist einfach. Die kämpft gar nicht wie ein Mann. Also, okay, sie ist ja eine Frau, aber. Die macht nichts. Sie steht die ganze Zeit nur da und Pimmelberger ist das. Was passiert hier unten? Was passiert hier? Ja, Poppy, ja, habe ich gesehen. Richtige Pimmelberger. Das hat schon mal nicht funktioniert. Kann ich da reinspringen überhaupt? Da habe ich jetzt beide Wards gestellt, weil ich nicht mehr wusste, ob ich noch eins hatte. Ich habe nicht geguckt, ob ich noch eins habe. Lasst meine Wards in Ruhe! Seid ihr bescheuert oder was? Seid ihr bescheuert oder was? Da können wir da ausrasten. Oh boy. Oh boy, Mann ey. Die Poppy könnte man töten. Die töte ich jetzt auch! Verdammte Scheiße! Tötet die! Verdammt. Da haben sie zu schnell reagiert. Ich dachte, die Poppy stirbt instant. So. Wir brauchen mehr Schaden, definitiv mehr Schaden.
aber ich meine, wir haben ja noch den Kill bekommen, aber ab und zu muss man halt so ein bisschen spekulieren. Stirbt er oder stirbt er nicht? Aber werden nämlich sofort. Ach, Kacke. Jetzt haben wir auch kein Wort mehr. Kein Geld für den Pinkwort, meine ich. Wir müssen also AP kaufen. Ich glaube, ich werde mir jetzt erstmal einen Schuttlass gönnen. Bin mir noch nicht sicher, vielleicht gehen wir auch auf Rabadons. Jetzt zum Beispiel wäre so die Phase, wo Loons schon nicht mehr so gut ist und ich lieber einen Rabadons kaufen würde. Aber wir schauen mal. Also gucken wir mal, wissen wir noch nicht. Schauen wir mal, gucken wir mal, wissen wir noch nicht. So, gucken wir mal. Ja, was? Was willst du, Ping Me? Blubber freu ich nicht. Don't need. Freu ich nicht. Also, Blubber braucht ihr nicht, weil ihr kein Mana habt, sondern weil die Cooldowns, die Spells eh alle keine Cooldown haben. Deswegen haben wir auch 0%. Das braucht Kata einfach nicht. Deswegen auch nie Cooldown Reduction bauen, Leute. Braucht ihr nicht. Die Ulti ist halt auch kein Cooldown. Braucht ihr nicht. So, wir müssen jetzt. Meine Roms waren bisher. Die waren gar nicht so retard. Aber wenn ihr ein bisschen tiefer spielt noch, so Silber oder so oder Gold. Dann, das ist jetzt so ein bisschen Platin. Dann, habt ihr auf jeden Fall, dann sind die nicht ganz so aktiv. Also Botlane, die geht jedes Mal zurück, ne? Obwohl wir Ash Braum haben. Todes-Engage. Passiert aber nichts. Und dieses Missstück geht mir richtig hart auf die Ketten, sag mal. Also Lux gibt mir so dermaßen auf den Sack. Aber so dermaßen auf den Sack. Aber wichtige Sache nochmal, wenn ihr das, also in diesem Game konnte ich das nicht viel machen mit diesem Engagen und W und Poke da. Wenn ihr das genau sehen wollt, guckt euch, oh komm, Boy. Wenn ihr das genauer sehen wollt, dann guckt euch mein, ich drehe noch, könnte ich dich bitte töten? Mann, stirb doch! Ah. Also, wenn ihr das noch genauer sehen wollt, wie das funktioniert, guckt euch Katharina Guide Part 1 an. Ist unten in der Beschreibung, oben in der Karte und überall. Überall. Kacke, Mann. Dieser scheiß Teddybär, ne? Gehen wir jetzt auf Rabadons oder auf Stundenglas, ist die Frage. Normalerweise würde ich jetzt, glaube ich, fast immer auf Stundenglas gehen. Die Scale wird noch hart, aber in diesem Game fehlt uns einfach ein bisschen Damage im Moment. Und deswegen gehen wir auf Rabadons. Oh, der will. Wir sind auf dem Weg. Der will auf jeden Fall. Na, jetzt. Vielleicht fährt er jetzt hier links rein. Vielleicht. Wahrscheinlich aber nicht. Kakapul, Schnellturm, macht mehr Damage. Oh, Dresch ist auch noch hier. Dresch. Oh, eine Frike Lorino. Er kann mich auch direkt interrupten. Ist das Problem, Moreno? Really? Ein toter Mann, er ist eine toter Mann. So. Das Ding ist, irgendwann, das Ding bei Katha ist, irgendwann hat sie so viel Schaden, dass man sie nicht mehr counterplayen kann, weil die Gegner instant sterben. Irgendwann sind die Gegner instant tot und du kannst nicht mehr counterplayen. Also so squishige Gegner jetzt, ja, zum Beispiel. Die sind einfach instantly tot. Instantly tot. Aber es gibt mir auf dem Keks, das wie Tankys Poppy, so. Ja, relativ, aber halt HP, Armor. Rift Herald ist weg, wahrscheinlich wieder von Bronze Dür, von Faktat Dür, von Dür Dür. Kommt mit Sicherheit ein Laser. Oder? Kein Laser? Ah, doch. Nice. Das ist zu spät. Dieses, das Ding, das ist einfach zum Kotzen. Nice ist das jetzt aber. Oh, boy! Oh, das Ding, Shield kam nochmal zurück. So eine Scheiße. Kacke. Das war worth a try, aber das Shield kam nochmal zurück. Scheiße, das ist ja jetzt Kacke. Das ist ja jetzt Kacke, ist das. Jetzt habe ich mein Ignite verschwendet. Ignite. Ignatius. Ignerad-nirabe-bl. Kacke. Ping mich nicht. Oh, boy! Wollte ich gerade zurück und dann engaged er. Lol. Oh boy. Hat auch ziemlich viel Magieresistenz, der Dude. Also sollte man nicht so leichtfertig engagen. Ja, der hat echt viel Magieresistenz. 108. Oh boy!
Oh boy, ich dreh mich. Okay, jetzt dreh ich mich nicht mehr. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier irgendwo wegkomme. Ich hab kein What? Was ist denn los mit Javan? Ist der total auf Pöbel aus oder was? Oh shit, da hat man einen Pfeil getroffen, aber bringt nichts. Hat er echt gar nichts gebracht. Dieses Game wird echt hart werden, meine Freunde. Dieses Game wird echt hart werden. Jetzt ist die Synergie eher so D-10. Tja, gucken wir mal. Tja. Bin auf dem Weg. Das ist gar nicht all bad, sind wir mal ehrlich. All bad ist es nicht, ja? All bad ist es nicht! Das ist nicht all bad, Mann. Wicke, sorry für... Tut mir leid. Puh. Aber das ist Cutter. Guten Tag, Sir. Könnte ich bitte deinen Ausweis sehen? Ich möchte deinen Ausweis sehen. Den möchte ich nehmen, den Kill. Zack. Danke für den... Sie sind durchgefallen. Das ist Cutter. Ich würde sagen, wir pushen und dann gehen wir shoppen. RIP Headphone-Users vermutlich. RIP. Ripperonis und Pepperonis. Macaronis. Aronis. So, gehen wir mal eben eine Runde shoppen. Javan, du kannst mich mal. Geh woanders hin. So, und als letztes gehen wir jetzt auf das gute Stundenglas. Ja. Yep. So beautiful. Oi. Oi, die ist tot, Alter. Die ist tot. Die ist tot. Aber echt mal voll wenig Schaden. 226. Die hat gar nichts. Die hat nur eine Sense Reaver. Als First Item. Ist das gut, Leute? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da unten ist Action gerade. Ich versuche mal ganz fix ein bisschen zu pushen. Dann gehe ich runter. Oh, das sieht aber ganz gut aus, das schaffen die. Obwohl Bronze dir kommt. Ich bin am Weg. I'm on the freaking way. Deswegen, ihr seht, die Schuhe sind einfach. Ihr müsst on the run sein. Permanent. Wir gehen direkt hier links rum. Wir haben auch keinen Ward leider. Den kann man töten. Der ist so schnell tot, dass er sich vielleicht nicht wehren kann. Das ist, was ich meine. Das ist genau, was ich meine. Das ist. Boom, 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 bam, bam. Why? Because I can! Das heißt, selbst Leute, die rein theoretisch wegfliegen könnten, wie so ein Corki, wie ein Asriel oder irgendwas, die sterben trotzdem einfach. Ich hatte noch das Ignite zum Glück noch drauf gemacht. Aber. Dieser Laser, ne? Der ist viel zu groß für diesen kleinen Strich, der da kommt. Also die Hitbox. Der, deswegen wird der Skin, glaube ich, auch auf ist er in der LCS verboten, weil der einfach total verdoomt ist. Oh, not all bad. Not all bad. That is not all bad. That is not all bad! Ja, jetzt wird es nämlich. Jetzt ist langsam die Phase, wo dieser Champion extrem fies für die Gegner ist. Denn jetzt langsam kannst du dich nicht mehr gegen diesen Champion wehren, weil du einfach instant stirbst. Und dann denkst, und dann ist das diese Phase, wo du denkst, dieser Champion ist einfach ein spaßverderbender Champion. Und er macht, du kannst, das ist OP, ein Noob-Champion, weil du nur noch alles drückst und der Gegner stirbt. Du brauchst noch ein bisschen Micro wohl, aber. Sorry. Sorry, Sir. Er hat sein Fliegen raus, wenn ich jetzt drauf springe, ist er tot. Komm ich nicht ran. Blub, 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 blub. Blub. Wichtiger Punkt, den ich nochmal erwähnen möchte. Sollte euch mal jemand chasen, ja? Das heißt, der chaset euch, dann springt ihn an, macht das W und rennt in die andere Richtung. Dann seid ihr ultra schnell und könnt ihr damit so quasi juken. Die Gegner chasen euch hinterher und ihr springt ihr an und die rennen immer noch in eure Richtung. Das ist gut! Das ist gut! Das ist gut. Das ist einfach gut. Ich habe jetzt extra ein bisschen gewartet, bis der Udir nicht, damit der mir ja nicht auf den Keks geht oder so.
15,5, ja. Sogar Dragon wird genommen. Ja, wir machen das schon das fertig und jetzt wird es nämlich ekel für die Gegner. Tatsächlich. Tatsächlich. Und teleportet. Also, Kata ist schon... Ich weiß gar nicht, warum... Ihre Passive wurde mal genervt, aber... Im Moment wird sie eigentlich gar... sieht man Kata gar nicht mehr so, irgendwie. Aber eigentlich ist sie total retarded, also... Aber man sieht sie aktuell nicht mehr. Ich weiß gar nicht, warum. Aber anscheinend ist sie immer noch total OP. Tja, wer weiß. Wer weiß. Jetzt werden wieder bald alle Kata spielen. Und dann, Tobi, danke, wegen dir spielen jetzt alle Kata. Tobi... Tobi, danke schön. Du bist ein Spasti. Schön, dass, toll hast du gerade gemacht, Tobi. Toll. Nee. Ich könnte da einen Q reinwerfen, aber das ist auch alles so. Macht gar keinen Schaden. Da hat er auf mich drauf geflasht. So, also unser Positioning müssen wir jetzt gucken, falls wir überhaupt fighten wollen. Wir sind leider nur zu zweit. Wo ist Quinn? Ah, Quinn ist tot. Ich verstecke mich trotzdem mal hier an der Seite. Poppy hat mich, glaube ich, schon gespottet. Ja, ich kann... Ich wave, glaube ich, eh nicht. Von daher kann ich ruhig hier so ein bisschen hocken, aber... Vielleicht kommt ja einer vorbei. So, das, auf sowas muss man immer lunkern. Das ist Assassine-Style. Assassine, Assassine. Lux müsste auch noch irgendwo hier sein. Komm mit zu mir in meiner Luxus-Limousine. Kann ich da reinspringen eigentlich in das Ding? Probieren wir mal aus. Obwohl, okay, passt. Kling wir zu mir. Ihr müsst halt ein bisschen warten immer, ne? Das ist die Kunst der hohen Diplomatie. Diplomatie. Das werden wir auf Magic Penetration gern. Auf Magica Penetration. Oh, what the? What the? What the? Oh, hier. Yeah. Oh, stimmt das? Bitte lass mich springen! Bitte lass mich springen! Mann! Ich hätte einen Watch einfach stellen sollen. Tja. Tja. So. Das Ding. Und das Ding. Ich habe mich übrigens kleiner gemacht. Habt ihr das schon gemerkt? Irgendwie? Ist die Cam eigentlich jetzt besser als sonst? So könnt ihr es mir mal sagen. Ist die Cam besser als sonst? Kann das sein, dass sie besser als sonst ist? Oh, scheiße. Machen die Baron. Hm, ich weiß nicht, ob die das können. Können die? Aber die hören nicht auf. Also werden sie es können. Können sie nicht. Alles klar. Ob die Kameras... Ich muss sie aber irgendwie anders machen. Irgendwie bin ich nämlich... ich bin eigentlich jetzt voll klein. Seht ihr das? Eigentlich konnte man immer sonst bis hier so sehen, oder? War das nicht so? War das oder war das schon immer so? So. War das schon so? Ne, ich glaube nicht. Warum ist das jetzt so, ist die Frage. Vielleicht muss die Cam ein bisschen weiter nach unten. Keine Ahnung, ist egal. Ein bisschen... Jetzt mache ich hier wahrscheinlich alles kaputt. Kacke. So, ungefähr. So, jetzt sieht man meine Haare teilweise nicht mehr. Ein bisschen höher, würde ich sagen. So. 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 So ist gut, glaube ich, oder? Ist das gut? Ist das gut? Ah, Guada. Guada. Oh, ich will nicht. Ich möchte nicht nach Hause. Ui, ich hab's gedodged. Oh, ich will auch. Könnten wir vielleicht Baron weitermachen? Kostet ja scheiß 1,365. Mein Cutterhold auf Baron gehen würde, wäre krank. Da wäre ich krank. Wie viel Schaden macht er? Guck dir mal den Schaden an hier. Also nur für alle die Leute, die das Scaling noch nicht verstanden haben. Ne? Aber das Ding hier macht 2300 Schaden ungefähr. Also... Seems good. Not all bad. Not all bad. Not all bad. Not all bad. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Es ist nur eine Frage der Zeit. Alles meins. Ich sauge es alles auf. Ihr solltet natürlich nicht alle Kills aufsaugen, aber saugt alle Kills auf. Saugt sie auf. Entsaugt ihnen das Leben. Oh, jetzt ist die Ulti noch krasser. Eieiei.
entsaugt ihnen das Leben. In der Spotlane. Wir sollten jetzt fight mit. Wir sollten schon in der Mitte fighten. Fighten die gerade hier? Oh ja, ja, ja! Quinn ist nicht da. Also, ihr solltet fighten. Aber jetzt müssen wir warten. CC. Das ist gerade alles nicht gut. Und wir müssen eigentlich von hinten darum. Das ist gerade ein super schlechter Teamfight. Quinn ist halt auch nicht da. Und ich muss halt mich ordentlich positionieren. Die merkt es schon hier. Aber so ist jetzt. Jetzt habe ich die Zeit, so ein bisschen hier außen rum zu kommen. Genau so nämlich. Jetzt können wir nämlich von außen hier rein. Radieren. Radieren! Okay, sie hat es instant abgebrochen. Das ist. Aber sie stirbt noch. Jetzt haben wir wieder ein Reset. Oh, boy, oh boy, oh boy. Und deswegen Stundenlass, meine Freunde. Deswegen Stundenlass. Super nice. Super nice. Aber ihr habt jetzt das Positioning gesehen, ja? Das ist wichtig. Das ist mir wichtig für euch. Weil viele, das ist auch für nicht nur für Cutter, sondern für alle Assassinen. Talon, Zed, alles. Die denken immer, die müssen, ich bin 20 Kills, ich gehe sofort rein da. Das ist falsch. Das ist falsch. Ihr müsst euch von hinten an die Scheiße ran. So, den Corki, den haben wir ganz easy da weggesnackt von hinten. Und dann halt warten, bis das meiste raus ist. Wer direkt reingeht, der kann nicht viel. Tut mir leid. 20 Kills schon wieder. Der Champion ist einfach... Ich weiß gar nicht, wie viele Kills hatte ich denn gerade. Aber dieser Champion ist einfach retarded. Keine Ahnung. Und die Lux war jetzt nicht bad, kann man nicht sagen. Also die habe ich nicht gefarmt. Aber die Kills kriegst du halt von woanders her. Und die Gegner sind auch relativ tanky. Also, ne? Also, wir haben auch schon wieder Milliarden Gold. Oh, wir haben noch Baron, cool. Zack, wir gehen jetzt auf Loons dann, würde ich sagen. Letzte Item Loons ist okay. Ja. Könnt jetzt auch GA gehen oder was auch immer ihr wollt, aber Loons ist schon eine gute Idee. Liandius, keine Ahnung. Liandis könnte man auch machen, tatsächlich. Wäre vielleicht auch nicht all bad. Dann sind die halt länger in dem Stun drin. In der Ult. Okay, hier geht einiges gerade da oben. Der schafft den nicht zu killen. Wollte doch schon sagen. Oh, guten Tag, Sir. Einmal die Kontrolle, bitte. Okay, mittlerweile habe ich jetzt auch 1,6. Man müsste halt mittlerweile auch sagen, wenn ich es jetzt nicht machen würde, wäre es halt retarded. Wir machen den schnellen Sprung. Das ist nämlich meiner. Jetzt holen wir uns erst den hier, weil den anderen kriege ich gar nicht tot. Leute. Guten Tag, Sir. Ich möchte einmal drehen, bitte. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay, alles klar. Ich denke, das war ein GG wohl. Ich hab fast mehr Kills als die komplett. Ich habe 23 Kills und die haben 24. Und das Game war jetzt nicht so ein totales Free-Win-Game, so, ne? Wo man sagen müsste, totales Free-Win, aber Cut us all free. Mit neue Gank, without Flash. Good job. Was? Achso. Cut us all free. Kata, ich glaube, er meint aber so free kill, meinte er, glaube ich. Free mit null Gank, Resort Flash. Kauf dir Push. Ja, das stimmt, er hat die ganze Zeit, obwohl ich aber auch. Naja, egal, das war's dazu. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr wollt, guckt euch Katharina Guide 1 an. Da ist kein Loons drin, weil es Loons noch nicht gab. Aber ich hau den nochmal hier, ich hau den einfach hier hinten in die Endcard und dann. Alles klar, haut rein. Tschüss.